Ich mache mal weiter jetzt zum Thema Normale. Wir hatten ja gesagt, jetzt wollen wir noch den Brennpunkt ermitteln. Die Normale. Ja. Ja gut, das muss jetzt so gehen. Nochmal schnell was zurück zur Normalen. Ich habe das hier in Halbbraun, also mache ich das jetzt auch. Die Normale, die steht senkrecht. Zum Beispiel auf einer Linie, die heißt jetzt in diesem Fall mal Tangente. So, die Normale dazu. Aber jetzt lässt sich hier schon Folgendes sehen, wenn das hier zum Beispiel ein Steigungsverhältnis für die Tangente, zum Beispiel sagen wir mal die Tangente hat einen Anstieg hier vielleicht von minus 3, dann sieht man, dass die Normale Mn einen Anstieg, also der Anstieg der Normalen, dass der dann auf jeden Fall positiv ist und viel flacher, also höchstwahrscheinlich, es ist auch wirklich so, minus ein Drittel. Es gelten folgende Beziehungen, also ich kann sagen, mt mal mn ist gleich minus 1. Und wenn ich das umstelle, also wenn ich zum Beispiel mn haben will, dann muss ich durch den Anstieg mt dividieren, also ergibt sich der Anstieg für eine Normale ist gleich minus, das bleibt 1 durch mt. Das können wir ausnutzen. Das können wir insofern ausnutzen. Wir gucken uns nochmal unsere Gleichung an, die wir hier zusammengebastelt haben, diese allgemeine. Ich werde die mal versuchen einzufangen. Na. So. Na gut. Jetzt kopiere ich die und hole die mir hier hin. Diese Gleichung, um die ging es. So, dann wollen wir sehen, was daraus wird. Wir hatten gesagt, hier, das ist der Anstieg und das ist der sogenannte Y-Achsenabschnitt. Der Tangente. Wohlgemerkt, t von xp. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal so umzuschreiben, dass wir hier was Vernünftiges bei rauskriegen. Also, jetzt geht es um die Normale. Ich mache jetzt im Braun weiter. Dann heißt das, die Normale habe ich, nenne ich jetzt t wie Tangente und n wie Normale. N von x. xp, muss ich natürlich sagen, weil das nur für diesen einen Wert gilt. Ist, und jetzt, statt dieses Anstiegs muss ich jetzt folgenden Anstieg, nämlich mn nehmen, also 1 durch mt, also muss minus 1 durch mt muss ich schreiben, minus 1. Ich schreibe es mit auf dem Bruchstrich, dann fällt das Minus jetzt besser auf. Und jetzt muss ich dieses, das ist nämlich mt, hier, das hier, das ist mt, muss ich das einfach da drunter schreiben. F' von xp. Das gilt, wie gesagt, nur immer für diesen einen Fall, den ich allerdings extra festlegen kann. Mal x kann ich abschreiben. Jetzt kann ich aber die normale, kleinen Moment, hier gibt es, nochmal, mn, der Anstieg der normalen, es geht nur um den Anstieg, nicht um den Y-Achsenabschnitt, auf den komme ich jetzt gleich, der ist minus 1 durch mt, das habe ich hier eben oben nochmal gezeigt. So, und jetzt geht es um meinen Y-Achsenabschnitt. Und jetzt schreibe ich einfach mal, da ich ja noch nicht weiß, wo der liegen kann, schreibe ich einfach mal in diesem Fall hin plus y0. Ich mache das einfach. Und jetzt kann man Folgendes tun. Jetzt kann man die ganze Sache mal nach y0 umstellen. Jetzt wird es ja eigentlich erst spannend. y0 ist nämlich hier in diesem Fall, wenn ich richtig aufpasse und die Normale wirklich durch diesen Punkt laufen lasse, da wo nämlich f von x0 ist. Dann machen wir das jetzt mal. Moment, gut, ich gehe nochmal drauf ein. Also nochmal, die normalen Funktionen, deswegen habe ich sie n von xp genannt, ist gleich dem umgekehrten und negativen Anstieg, egal wie der Anstieg, nämlich die erste Ableitung der Tangente ist, bis dahin. So, mal x, das ist noch eine ganz normale Geradengleichung, bloß jetzt eben für eine andere Gerade. So, plus y0. Wenn ich mich jetzt aber auf diesen Punkt hier beziehen möchte, diesen hier, dann kann ich doch Folgendes sagen. Das ist xp halbe. Das heißt, wenn ich hier
mich schon auf XP beziehe, muss ich hier XP halbe hinschreiben. Anders geschrieben und zusammengefasst heißt das n von XP ist gleich, und jetzt fasse ich das alles mal so weit zusammen, minus 1 durch, und jetzt schreibe ich die 2 dahin, diese 2 wandert gleich nach vorne, mal f' von xp mal x. Und damit kann ich die 1 hier löschen, aber die lasse ich jetzt mal stehen. Ich habe das x mit auf den Bruchstrich genommen, die 2 mit unter den Bruchstrich genommen und das plus y0. Ja, und y0 lässt sich also somit ermitteln für jeden einzelnen Fall von p. Stellen wir das noch um, dann heißt das also, wenn ich diesen ganzen Ausdruck hier wegbekommen möchte, was mache ich, damit y0 alleine steht? Dann ist das nichts weiter. Kleiner Moment. Ja, natürlich, das ist richtig. N von xp ist in diesem Fall, wie groß ist es? Es kann nur 0 sein. Also das heißt, wenn ich das jetzt hier mal ganz wegen des Platzes ein bisschen besser schreiben kann, ich schreibe gleich die 0 hier hin. Ist richtig. So, jetzt müssen wir y0 alleine stellen. Also das heißt, entweder ich schreibe jetzt viel oder ich sage, ich nehme minus y0 und im zweiten Schritt nehme ich alles mal minus 1. Dann sieht es wie folgt aus. Dann habe ich jetzt minus y0 hier drüben, also y0. Ich habe dann später mal minus 1 genommen. Der ganze Term bleibt stehen. Ist dann 1x, also die 1, die schenke ich mir jetzt, ist dann x durch 2 und f von xp. So, und ob das funktioniert, das werden wir dann ausprobieren. Das heißt, wenn ich nämlich y0 habe, dann habe ich nämlich ganz genau die Koordinaten des Brennpunktes. y0 als Punkt geschrieben ist dann 0, ne? X-mäßig 0 und der Wert, den ich dafür rauskriege. Beziehungsweise ich könnte schreiben 0 und n von xp. So kann der aussehen. So, jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert. Für unsere Beispiele. Wenn wir hier gesagt hatten, wir haben x minus 3 eingenommen, dann setzen wir das jetzt mal ein. Also Beispiel. X sei minus 3. Und demzufolge, jetzt können wir gucken hier, wir brauchen hier in dieser Formel bloß die erste Ableitung. Und das heißt also f' von x. P von minus 3 sei dann minus 6. Ne? 2 mal minus 3, minus 6. Probieren wir das aus, hier eingesetzt. Dann ergibt sich y0 für minus 3, so könnte man es zum Beispiel schreiben, ist gleich x, schreibe ich oben auf dem Bruchstrich. Ne? Hier, diese Formel, um die geht es jetzt. Ich setze es also ein, minus 3. Und jetzt unten die 2 schreibe ich ab und hier 2 mal minus 6. So, gucken, durch minus 3 ist 1, durch minus 3 ist 2. Ergibt also ein Viertel. Bis dahin schön. Aber stimmt denn das überhaupt? Jetzt ist die andere Frage. Ergibt sich, wenn ich jetzt einen anderen Punkt nehme, einen ganz anderen, ich gehe nochmal auf hier oben. Ein. Wenn ich also ganz viele Punkte hier oben mit einsetze, irgendwie, dann müssen die ja alle, nehmen wir an hier, dann muss das gleiche hier auch funktionieren. Oder hier, dann muss das gleiche auch hier funktionieren und so weiter. Oder selbst hier, schön knapp, dann muss das gleiche auch funktionieren und so weiter. Wenn ich das jetzt ausprobieren will, das heißt, wenn sich alle senkrecht auf die Parabel eintreffenden Strahlen, daran sei nochmal erinnert. Die bilden ja dann den Brennpunkt. Alle, die werden dann dahin reflektiert, hin reflektiert, hin reflektiert, treffen sich alle am Brennpunkt. Darum ging es, das hätte ich vielleicht zu Anfang nochmal genau sagen sollen. Wenn das so ist, dann müsste für alle diese Strahlen, das heißt auch für alle willkürlichen Punkte, die ich hier wähle, müsste das auch funktionieren. Ich wähle mal den Punkt,
Ja, wenn das hier zum Beispiel minus 3 gewesen ist, nehme ich hier mal einen knappen Punkt. Der hat folgende Koordinaten, und zwar nennen wir den Punkt Q. Und Q hat die Koordinaten, sagen wir mal, wir setzen mal 0,5 ein. Dafür muss es ja auch funktionieren. 0,5 mal 0,5 ist 0,25 wertmäßig. Probieren wir das aus, ob das geht. Also, das war das erste Beispiel. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Na, so, ist ein bisschen abgegrenzter. Zweites Beispiel. Wir sagen, x sei 0,5. Jetzt müssen wir f von x noch bestimmen. F von 0,5. F' von 0,5 ist 2 mal 0,5, muss dann 1 sein, ne? So, probieren wir das wieder aus. Y0 für 1 muss also heißen, jetzt setze ich oben für hier, für x, setze ich wieder ein, 0,5. Unterm Bruchstrich kommt die 2 hin und jetzt kommt meine 1 hin, mal 1. Na, ob das funktioniert? Lasst uns erweitern. Ich kenne das ja. Die Leute kürzen nicht gerne mit Kommazahlen. Erweitern wir beides mit 2 mal 2 mal 2. Dann habe ich hier oben eine 1 stehen und unten eine 4. Aha, ist wieder ein Viertel. Das kann man mit verschiedenen Werten machen. Ich empfehle Folgendes, um das nochmal nachzuvollziehen. Geht bitte den gesamten zweiten Weg auch nochmal durch. Überlegt euch, wie die einzelnen Punkte heißen und so weiter und so fort, wie man die Punkte auch anders ausdrücken kann, wie man Anstiege anders ausdrücken kann. Das ja, das hier, F' von xp ist in diesem Fall ein Anstieg für diesen einen Punkt und so weiter. Wie groß ist der Wert, wo die y-Achse geschnitten wird und so weiter. Das alles so allgemein wie möglich ausdrücken. Entwickelt die Formel nochmal nach. Wenn ihr das nicht wollt, erinnert euch wenigstens nochmal dieser Konstruktionsvariante, denn die ist höchst interessant und vor allem sehr leicht. Man kann dann sehr schön Tangenten konstruieren und übt ganz einfach nochmal das Einsetzen und das Errechnen für verschiedene Werte. Einfach hier mit der einfachen Funktion f von x gleich x Quadrat. Jetzt mal nicht mehr machen, da gibt es dann noch andere Tricks. Natürlich fehlt hier noch ein Vorfaktor, aber wir nehmen jetzt einfach unsere Standardparabel und dafür, also dafür verschiedene Werte einsetzen. Einfach mal ausprobieren, Werte ausprobieren und letzten Endes die Erkenntnis erlangen, wenn ich jedes Mal den gleichen Wert rausgekriegt habe, habe ich gleichzeitig eine Art Probe gemacht, ob ich richtig gerechnet, richtig eingesetzt habe und nicht nur das. Ich habe auch damit nachgewiesen, dass diese Punkte alle auf der Parabel liegen. Denn wenn durch diesen Punkt ein Lichtstrahl fällt, jetzt mache ich den mal gelb hier, und der entsprechend zum Punkt abgelenkt wird, dann ist in diesem Fall bewiesen, dass der Punkt auf, dass der Lichtstrahl wirklich auf die Parabel fällt, denn die hat überall für alle möglichen Punkte, wo Lichtstrahlen drauf fallen können, hat die immer den gleichen Brennpunkt. Das ist der Haken an der ganzen Geschichte. Und das ist, meiner Meinung nach, ist das auch ein ganz hübscher Spaß. So kommt man nämlich auch mal daran, über den Brennpunkt nachzudenken, beziehungsweise über Parabeleigenschaften, was ja diese verschiedenen Leitlinien und so weiter angeht. Gut, ich hoffe, das genügt. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf.